So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man 5. So, nicht wundern, ich habe einen Cut gesetzt. Ein Freund hat mich gerade angerufen, er hat gesagt, er will vorbeikommen. Habe ich ihm gesagt, nein, bin ich fast fertig mit Mega Man. Erst dann darfst du kommen, wenn ich fertig bin. Wir sind ja eh schon in der letzten Stage, das wird ja nicht mehr allzu lange dauern. Ja, genau. Und wieder der gleiche Fehler wie vorher. Schnell durch da. So. Wily Boss. Der letzte hier. Wir nehmen einen E-Tank, würde ich sagen. Und jetzt wird's lustig. Nämlich, gegen diesen Boss hilft der Vogel. Und dieser Error. Das ist urkomisch. Aber es wirkt wirklich. Es ist unglaublich. Wir speichern hier. Speichern erfolgreich, sehr gut. Und ja, drückt mal die Daumen, der letzte Endboss hier. Dann haben wir es durchgespielt. So, 1. 2. Fast. Wir nehmen einen E-Tank. Sicher, wozu nicht? Wir haben genug davon. Oh nein, ich hätte gern... Ach Gott. So, das hier nochmal. Okay, das war's schon. Wir haben es schon geschafft. So, und da hilft der Vogel. Ihr geht's rein, drückt auf den Vogel. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist attackieren. Alles cool. Ja, ich nehme noch einen E-Tank, ist ja wurscht. Ich bin ein bisschen nervös jetzt da. Ich will ihn gleich beim ersten Mal schaffen. Ach komm jetzt, nur weil ich den scheiß E-Tank nehme, geht mir der Vogel flöten, oder was? Alles cool. Er ist nicht schwer. Er ist wirklich nicht schwer. Ich habe ihn angeschaut auf YouTube. Und es ist wirklich leicht mit dem Vogel. Nämlich diese Höhe, die er da erzielt. Wenn er ganz ober mir ist, ist der Vogel natürlich das Beste. Nämlich der Vogel fliegt einfach nur rauf. Fertig, zack, Punkt, aus. So, die Hälfte, glaube ich, haben wir eh schon. Alles cool. Einfach weg. Wieder hin. Wenn er unten ist, muss man aufpassen. Aber er ist nicht schwer, wie ihr seht. Also ich war vorher wirklich nervös, muss ich sagen. Normalerweise mache ich sowas ja mit verbundenen Augen. Na, Blödsinn. Aber ihr wisst, was ich meine. Alles cool. Einmal noch, dann haben wir ihn. So, wir haben Mega Man 5 durchgespielt. Ich verabschiede mich gleich von euch, die Credits lasse ich so wie immer. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.